Moin moin Leute und willkommen zur ersten Folge des FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfB Lübeck. Und ja Leute, erstmal machen wir jetzt dieser Vorbereitungsjahr, weil ja so Saisonvorbereitung, Digga, ist egal, ist das was komplett von mir. Aber auf jeden Fall, ich habe Janni gefragt, welche Mannschaft ich nehmen soll. Er hat gesagt, ich soll Lübeck nehmen. Ja. Gut, Lübeck ist auch eine geile Mannschaft so. Und ja, erstmal die Jugendspieler angucken. Ja, da können wir drei Leute nehmen, aber leider sind die erst nur 15. Aber das macht nichts. Die können sich ja noch verbessern und entwickeln. So, das ist unsere Aufstellung. Aber das mache ich gleich hier. Auf jeden Fall mache ich jetzt Training. Und ja, Leute, ich mache alleine jetzt mal das Training. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir Training machen sollen oder ob wir das simulieren sollen. Also, da sind wir wieder. Mit den Trainingseinheiten überall A. Da bin ich zufrieden auch. Und ja, ein Spiel werde ich spielen. Und ein Spiel nicht. Und wir werden auf jeden Fall das heutige Spiel spielen, das steht fest. Aber ich werde jetzt erstmal noch fix die Aufstellung machen und gucken, was ich rauskriege. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Das ist unsere Aufstellung. Sieht nicht so verkehrt aus. Und so werden wir jetzt auch reinstarten in das erste Spiel. Oder ne, ich ändere ein bisschen die Taktiken. Weil im zweiten Spiel muss ja auch was kommen hier von unserer Mannschaft. So, starten wir rein. Let's go. Ich hoffe, dass wir den ersten Sieg holen. Ist also wichtig. Oh, 1-1. Ah, bin ich zufrieden, Leute. Ich wollte nicht auf schnell simulieren gehen, ey. Ach, Mann. Aber so als zweites Spiel jetzt gegen Spartak Rotterdam. Und alle haben unentschieden gespielt bei uns. Das ist mega gut. Ja, hier hätten wir raufgehen müssen. Aber was soll's jetzt? Benjamin da vorne. Rüdiger kommt hier hin. Und sonst. Ja. Können wir so reinstarten? Ja, so. Let's go, hey, Leute. Wir sind jetzt im Stadion. Wir im Stadion angekommen, in der Johan Cruyff Arena. Ja. Schön im Amsterdam-Stadion. Und vielleicht. Ja, den nächsten Dreier zu holen. Aber mal gucken. Auf jeden Fall stark erobert den Ball, aber schade. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt mache, wenn ich, also wenn ich weiterkomme, ob ich denn das eine Spiel simuliere. Und dann in der nächsten Folge die anderen zwei Spiele mache. Oder ob ich dann vielleicht doch nur das Finale alleine spiele. Und dann, ja. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, jetzt der schöne Pass in die Stelle. Aber, ja, die können stark aufpassen.
den Kopfball verlieren wir. Das sieht nicht schlecht aus von uns zur Zeit. Starker Robot. Ich dachte, er macht jetzt rechts raus, also links raus, besser gesagt. Aber was soll's. Und aufpassen. Der Ball ist noch im Spiel. Stark erobert den Ball. Oi, das ist zu passiv. Aber stark geblockt. Jetzt. Es läuft hier keiner. Oh, stark rausgeguckt. Flanke kommt. Kann er nur wegfausten. Und wir kriegen nicht nochmal die zweite Chance. Schade. Hätte ja klappen können. Und der hat aufpassen. Aber unsere Abwehr ist da. Alles gut. Jetzt aufpassen. Die Kretsche kommt. Macht er stark. Und unser Keeper ist zur Stelle. Und Grube mit der gelben Karte noch. Nein, Elfmeter, das kann nicht wahr sein. Ach komm. Und er macht ihn. Alter, aber sowas von. Richtig schönes Ding. Stark geschossen. Ja, steht schon 1-0, ey, es kann nicht wahr sein. Sah so gut aus und dann. Aber was soll's? Kann man jetzt leider nichts dran ändern. Abwarten und hoffentlich noch ein Tor schießen. Also wir spielen es ja hier nicht schlecht. Das steht fest. Was ist das für ein Ball? Und die Mitte ist frei und da steht 2-0. Ach komm. Das kann jetzt nicht wahr sein. Mal gucken, wie es in der Liga so laufen wird. Das ist Halbzeit, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Also Leute, es ist noch alles drinne. Weil bei jedem Spielstand in der Halbzeit steht es 1-1. Ich sag mal so, mit dem Sieg könnte man dann vielleicht auch noch, wenn man Glück hat, Zweiter werden. Aber ja, da kommt der schöne Pass. Er dribbelt mich aus, aber unser Keeper ist zur Stelle. Ecke. Kommt gut, Digga, wir verlieren. Alter. Lol, die wollten wieder einen Elfmeter haben. Jetzt Rüdiger. Rüdiger. Komm, Rüdiger. Komm. Ach, schade. War mal wieder was Gutes von uns gewesen. Aber was soll's? Jetzt müssen wir in der Mitte aufpassen. Jetzt müssen wir oben aufpassen. Da steht's 3-0. Einbahnfußball, Alter. Das kann nicht wahr gehen. Kommt Tatsache drauf an, am letzten Spieltag, ob wir da gewinnen.
Aber ja, wie gesagt, es ist ja nur Vorbereitung. Da müssen sich erstmal die Spieler sich richtig kennenlernen. Also die Neuzugänge. Und da gibt es jetzt noch mal eine Ecke. Ja, auf der Linie gerettet. Wichtig. Aber wir kriegen den Ball wieder nicht raus. Aber jetzt. Stark. Stark. Rüdiger. Rüdiger alleine vom Tor. Und er macht das 3-1. Naja, immerhin. Anschlusstreffer. Bin ich schon mal beruhigt. Aber noch ist hier nichts verloren. Wir haben ja noch genügend Zeit, das Spiel hier zu drehen oder den Ausgleich zu machen. Vielleicht in dieser Aktion hier. Nein, der Pass ist zu schwach. Ach komm, Mann. Das kann nicht wahr sein. Schade. Stark. Hast du den? Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Da ist nicht das 4-1. Vielleicht ja jetzt nochmal. Rüdiger. Rüdiger macht das 3-2 in der 91. Ey. Ausgerechnet jetzt, Leute. Ach man. Was soll's? Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Jetzt richtig spät ist den Ausgleich. Und da sehen wir es. Ja. Das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt Tatsache. Das letzte Spiel, Leute. Ach komm. Komm, das simulieren wir. Leute, da steht fest. Da steht fest. Das simulieren wir jetzt. Komm. Dann haben wir die haben wir das hier auch durch. Und hier verlieren 3-1. Ja, Leute. Wir sind leider in der Gruppenphase rausgeflogen. Aber was soll's. Wenn es euch gefallen hat von dieser Folge, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns gegen den Harlischen FC wieder. Und wir sind nicht im Pokal dabei. Doch, gegen Jan Regensburg. Eieiei. Und dann, ciao, ciao.